Fühlst du dich schlau? Schlau genug, um Snacks in eine Gefängniszelle zu schmuggeln? Oh, ist das die Rechnung? Das sollte reichen. Rieche ich Bargeld? Ich brauche es mehr als dieser Ort. Hey, diese Mädchen haben die Rechnung nicht bezahlt. Unglaublich. Ich rufe die Polizei. Der Spaß ist vorbei, meine Damen. Ihr kommt mit. Soll das Essen sein? Ich brauche richtiges Essen. Diese Nachtschichten werden nie einfacher. Noch die halbe Schicht vor mir. Das verschafft mir etwas Zeit zum Schlafen. Ah. Die Operation Snack-Attacke ist in vollem Gange. Diese Insassen bekommen heute Abend Essen. Hoffentlich mögen sie Schokolade. Ha! Flink wie eine Katze. Die Wache schläft fest. Schlechter Traum, was? Vorsichtig. Das war knapp. Bein Nummer 2. Wow. Mann, Abbruch! Abbruch! Wo kann ich mich verstecken? Ich schaffe das. Ziemlich geräumig sogar. Was ist hier los? Ich glaube, ich habe was gehört. Ach, nur eine Maus. Zurück ins Schlummerland. Ich bin drin. Wie lange ist das schon hier? Ich habe das andere Ende erreicht. Spinnennetz. Hier könnte wirklich mal geputzt werden. Wer ist da? Ich bin's. Komm schon. Gabby, entschuldige bitte. Ich komme mit Geschenken. Alles für mich? Lass uns schlemmen, oder? Ich habe Süßes so sehr vermisst. Jetzt musst du das nicht mehr. Ich vermisse es zu texten. Aber das muss erst einmal reichen. Gute Reise. Schau, wie es runtergespült wird. Hier stinkt's gewaltig. Ich hab's. Mal sehen. Burger, betende Hände, Ausrufezeichen, Nachricht erhalten. Ich kann das nicht in meinen Händen tragen. Eine angemessene Verkleidung ist notwendig. Gut, dass ich schöne lange Haare habe. Erledigt. Ist auch irgendwie niedlich. Und los geht's. Wo bleibt sie? Endlich! Ich bin hier drüben. Es ist alles hier oben, verstanden? Normalerweise beschwerst du dich über Haare im Essen. So gut. Bist du bald fertig? Hallo, Schokofinger. Sieht aus, als hast du alles. Leckere Finger. Ich weiß, oder? Ich muss los. Ich bin zu Besuch hier. Moment mal. Was ist in diesem Ding? Das sind ganz schön scharfe Beißer. Geh einfach. Ich will das Vieh hier nicht in meiner Nähe haben. Hey Mädchen, hast du Hunger? Lass dich nicht von diesem grimmigen Gesicht täuschen. Siehst du? Oh, braver Junge Fido. So laut. Oh nein, man wird mich erwischen. Ich muss die Wanne zurücklassen. Kommt sie? Oder? Was dann? Hallo. Wie geht's? Ich muss los. Ich muss dich zuerst scannen.
Versteckst du hier was? So ein Mist. Den habe ich mir für später aufgehoben. Gib sie her. Fein. Hier sind sie. Bist du jetzt glücklich? Geh einfach. Egal, wo war ich? Hey, hier drüben. Nimm meine Kopfhörer. Hallo? Was? Ich habe keinen Besuch erwartet. Kein Essen, ne? Mach sie auf. Ja. Ich habe solche Plastikdeckel genommen und sie besprüht. Dann habe ich sie hier befestigt. Siehst du? Die perfekte Größe für einen Donut. Cool, oder? Und sie sehen total echt aus. Ah, hab's kapiert. Du hast meine Lieblingssorte. Ich habe mich wie verrückt danach gesehen. Hallo, ich wäsche nur den Boden. Was soll das? Pass auf die Füße auf, sorry. Ich krieg hier nichts auf die Reihe. Bin gleich fertig, versprochen. Wenn ich mit dem Lesen fertig bin. Pass mit dem Ding auf. Ich werde hier nicht respektiert. Ich mache jetzt Pause. Es hat tatsächlich geklappt. Ist jemand hier? Hey, psst. Was ist das für ein Geruch? Es riecht süß. Und es kommt von deinem Kopf. Du meinst meine Haare? Gib mir was davon. Köstlich. Ich will mehr davon haben. Das ist so gut. Du hast kein einziges Haar übrig gelassen. Alles in diesem Bauch. Ich bin so hungrig. Man kann hier einfach nicht schlafen. Jetzt ist die perfekte Zeit. Mach dein Ding, kleine Maus. Viel Spaß. Pass auf. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe hier irgendwas gehört. Ich krieg dich. Ist ein Verbrecher auf der Flucht? Nein, schlimmer. Oh, Mausi. Bist du hungrig? Ich weiß, dass du hier drin bist. Was für eine Idiotin. Ich habe jetzt die Kontrolle. Gummibärchen-Lieferservice. Kommt sofort. Wir sehen uns. Was war das? Wow. Was bist du für ein Augenschmaus? Entschuldigung. Es ist kaputt. Ich kann es nicht stoppen. Du hast die Kontrolle, was? Wie schwer kann das sein? Sei still. Wo ist das Ding? Ich bin weg. Willst du ihn nicht zurück? Ich glaube, ich bin aus dem Schneider. Als ob ich im Gummibärchenhimmel bin. Glaubst du, du könntest erfolgreich Snacks in eine Gefängniszelle schmuggeln? Sieht ganz schön knifflig aus. Teile dieses Video mit deinen Freunden und bring sie zum Lachen. Dieser Lolli ist so lecker. Wenn ich eins hasse, dann Lollis. Süßigkeiten, verschwindibus. Komm zu mir. Erdbeb, was mache ich bloß? Meine Süßigkeiten. Nein, her damit. Hey, die brauche ich. Es funktioniert. Autsch. Ich bin zu stark geworden. Konzentration. Nein, das ist meiner. Endlich meiner. Keine Lollis. Ich brauche neue Süßigkeiten. Ich nehme das Klopapier als Flaschenpost. Und ab geht die Reise. Dem werde ich's zeigen.
hebt mir gefälligst was von der Pizza auf. Hallo, ich wollte nur das hier für meinen Freund vorbeibringen. Hey, Baby, ich hab den Kaktus, den du wolltest. Le, 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 yeah. Hey. Nee, schlecht. Aber denk dran, kein Essen und Trinken. Oh, ich weiß. Den Kaktus würden sie doch nicht essen, oder? Pieksig. Ha, du Dummchen. Okay, stell ihn hin. Baby, es funktioniert. Ich meine, auf Wiedersehen. Ich trau ihr nicht. Das sehe ich mir genauer an. Hm, riecht wie ein Kaktus. Sieht aus wie ein Kaktus. Diese Steine sind Schokolinsen. Wusste ich's doch. Nicht mit mir. Hier, bitteschön. 1002? Ah, mein Kaktus. Mein Kaktus. Hm, lecker. Den lasse ich mir schmecken. Oh, meine Zunge, sie sieht wie ein Stachelschwein aus. Autsch, das tut so weh. Hilfe, Schwester, Doktor, Mami. Was hat der denn für ein Problem? Ich lache mich tot. Halt still. Ah! Oh, das muss wehtun. Oh, mein Rücken, mir tut einfach alles weh. Kann ich helfen? Ich wollte meine Freundin besuchen. Oh, schwanger sein ist nicht leicht. Oh, du bist schwanger. Ich dachte, du bist nur fett. Aha, bald ist es soweit. Darf ich mal horchen? Wow, das macht wohl gerade Sport. Ja, naja, ich gehe jetzt mal lieber. Oh, natürlich. Wer bist du denn? Oh, hallo, Süße. So schön, dich zu sehen. Ich bin's. Ich habe mich verkleidet. Oh, ach ja, na klar. Ich habe eine Überraschung für dich. Tada! Dein Ernst? Fantastisch. Wo ich herkomme, gibt's noch mehr. Wer ist der süßeste Scanner, hä? Hä? Was ist denn da los? Schnell, verhalt dich normal. Da stimmt doch was nicht. Oh, oh. Was ist denn los? Ich meine, sie hat wen? Das Baby kommt? Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich bin auch ausgebildete Ärztin. Holen wir das Baby. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, atme ganz ruhig. So, was machen wir denn jetzt? Sieh nicht mich an. Tu so, als würdest du ein Baby bekommen. Na gut. Oh, ich glaube, ich kann das Baby schon fühlen. Ich glaube, ich sehe das. Oh, ich dachte, sie bekommt ein Baby. Es ist ein Mädchen. Wir haben sie Candy genannt. Jetzt muss ich los. Tschüss, Krümel. Was für ein hübscher Name. Endlich bin ich alleine. Nur nicht vergessen. Hm, fast leer. Ich bestell mal lieber Neues. Hey, ich brauche eine Speziallieferung. Klopapier in Zelle 4. Alles klar, kein Problem. Bin gleich da. Jetzt etwas Aufmerksamkeit erregen. Perfekt. Treffer. Eine leere Klopapierrolle? Willst du mir helfen? Hier müsste mal abgewischt werden. Widerlich. Hey, wir brauchen Klopapier in Zelle 4. Schnell. Es stinkt bis hierher. Hat hier jemand Klopapier bestellt? Fang. Danke. Meine Lieblingssorte. Mmh, das ist das beste Klopapier aller Zeiten. Davon brauche ich noch mehr. Warte, oh je, das Curry gestern hätte ich nicht essen sollen. Oh nein, Lea, Hilfe! Hier, nimm das. Danke, du bist meine Rettung. Niemand da. Peng, peng, peng. Überfall. Keiner im Westen zieht schneller. Hallo, kennen Sie schon Robert, meinen Mäusefreund? Wow, wo kommst du denn her? Duschst du auch mal? Du bist verrückt und solltest dich mal rasieren. Wo ist es denn? Ah ja. Keine Sorge. Hilfe naht. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Hm. Soll der Schnauze weg? Hey, den habe ich ewig wachsen lassen. Da drüben, der ist das Problem, nicht ich. Na, von mir aus, Schätzchen. Jetzt kommt der Bart ab, Herzchen. Nein, er gehört zu mir und Robert liebt ihn. Halt dich fern. Es wird auch nicht wehtun. Jetzt lass mich ran. Aber, hey, das ist schön glatt. Ich bin noch nicht fertig, Schnuckelhase. Sieh her, ein kleines Extra. Aber das gibt's nicht umsonst. Geld, richtig.
Das ist ein guter Handel. Cola. Keine Sorge, Robert. Ich teile mit dir. Mir ist so langweilig. Ich weiß. Wer ist eine süße kleine Ratte? Und los, kleine Ratte. Zeit für Stufe 1 meines Plans. Genau getroffen. Es funktioniert. Na toll, wie soll ich denn jetzt meine Zeitung lesen? Zum Glück habe ich diese Taschenlampe. Hey, warum machst du denn sowas? Sorry, ich bin nur hier, um das Licht zu reparieren. Na endlich, ich kann nicht arbeiten, wie lesen oder rätseln. Mach schnell. Hallo, hier drüben. Meine Augen. Ups, ich habe ein paar Spezialwerkzeuge. Ich nehme die hier. So viel Auswahl. Ich mache nur meinen Job. Jetzt muss ich aber weiter. Sie ist echt gut in ihrem Job. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Spaß haben. Was ist denn jetzt? Oh, Ratte, Hilfe! Wo ist sie? Wo ist sie? So, meine Geburtstagswunschliste ist fertig. Happy Birthday! Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist zu lieb. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Hoch soll sie leben. Hoch soll sie leben. Was ist denn hier drin los? Hui! Oh, ich hab Geburtstag. Siehst du? Oh, herzlichen Glückwunsch. Was soll ich hier bloß schenken? Ich hab's. Hallo? Ja, ich bitte sofort. Es ist ein besonderer Anlass. Wow, das ging schnell. Du bist Masseur? Ganz genau. Ich weiß genau, wie es geht. Wow, wie professionell. Kannst du mich auch massieren? Mein Nacken ist so verspannt. Junge, tut das gut. Oh ja, genau. Da tut es weh. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Halt! Klopapier aufrollen. Das blödeste Geburtstagsspiel aller Zeiten. Hey, ich bin's. Ich habe ein Geschenk für dich. Als erstes die hier. Gummibärchengel. Blau, meine Lieblingssorte. Lecker, danke. Ich verschwinde mal lieber. Tschüss. Der steckt noch eine Weile fest. Hey, Kusch, das ist kein Nest. Verschwinde. Und keine Dummheiten machen. Das war so grob. Meine Haut ist empfindlich. Zeit für die Flucht. Das ist schwerer, als es in dem Film aussieht. Fast geschafft. Kann's kaum erwarten, hier rauszukommen. Ich bin müde. Geschafft. Ich bin frei. Was soll der Lärm? Gefängnisausbruch. Nicht so schnell, junger Mann. Du kriegst mich nicht. Ab zurück. Hallo? Wache? Ich brauche Verstärkung. Repariere die Gitterstäbe dieser Zelle, aber leise. Ich muss mich hinlegen. Hab das perfekte Material dabei. Keine Zelle kann mich aufhalten. Kinder heutzutage denken, sie wissen alles. Moment, das riecht wie Süßigkeiten. Schmeckt auch so. Es sind Zuckerstangen. Ach, hätte ich nur Zähne. Hey, du tust mir weh. Wow, wer ist der hübsche Wachmann? Ich könnte mich in diesen Augen verlieren. Ich wette, er hat die weichesten Lippen. Mann, ich gehe ja. Ich bin total unschuldig, weißt du? Wenigstens habe ich eine Aussicht. Bin ich nackt? So kann ich nicht leben. Ich wette, meine Mädels werden helfen. Bella! Brauchst du eine Kaution? Nein? Wie wär's damit? Nein? Süßigkeiten? Nein, Make-up! Make-up? Verstanden. Ist schon morgen? Ich habe geträumt, dass ich auf einer Party war. Mit meinem traumhaften Wärter. Wie sehe ich überhaupt aus? Ich sehe aus wie eine Pepperoni-Pizza. Ich brauche dringend Make-up.
Ja? Hey, das ist Bella. Und ich werde sie retten. Wenn ein Freund Hilfe braucht, stelle ich keine Fragen. Zeit für eine Sonderlieferung. Verstanden, hier ist Chloe. Nice. Ich habe die Ware. Das Ding ist ganz schön eng. Hä? Was ist da drin los? Ich glaube, ich bin über Zellenblock C. Lass mich die Lage checken. Schlafender Wächter. Check. Phew. Ein gut aussehender Kerl. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich habe einen Job zu erledigen. Schnell, wirf's rüber. Gut gefangen. Wacht er auf? Ich schwöre, ich habe dieses Kind schon mal gesehen. Zieh mich hoch. Okay. Wow. Zeit, diesen Pickeln Lebewohl zu sagen. Ich fühle mich schon besser. Entschuldigung, Mister. Mister? Du. Was? Wer bist du? FBI, schon mal gehört. Wow. Willkommen in Zellenblock C. Ich brauche nur 10 Minuten. Guter Junge. Das hat geklappt. Bella! Hier drüben, Bella! Was? Ich bin's, Gabby! Bist du es wirklich? Was hast du mir mitgebracht? Das ist deine liebste Lidschattenpalette. Behalte sie einfach in deiner Nähe, okay? Ganz nah. Du rockst! Ich meine, danke. Ich bin ziemlich gut in diesem Geheimagentenkram. Oh, danke. Gute Arbeit. Sie ist wirklich gut. Ich habe das so sehr vermisst. Niemand schaut her, oder? Mein Telefon. Was macht Gabby im Krankenschwester-Outfit? Aber natürlich. Oh, meine Brust. Ich verglühe. Oh. Ich werde definitiv sterben. Der nächste Teil wird wehtun. Ah! Schön. Meine Kehle schnürt sich zu. Hilfe! Hallo? Ich brauche einen Arzt. Es funktioniert. Du bist krank, was? Die Sache läuft aus dem Ruder. Es ist die Gefangene, nicht ich. Wir fühlen uns nicht heiß, oder? Hi. Ich bringe das Herz wieder in Schwung. Schnell, nimm dir das alles. Ich habe deine Lieblingssachen mitgebracht. Danke. Jetzt siehst du wieder gut aus. Das muss ein kleiner Aussetzer gewesen sein. Du hast mich heiß gemacht. Du bist die Beste. Bis nächste Woche. Klingt ziemlich übel. Nein, ich fühle mich sehr gut. Ganz wie du willst. Ho, ho, ho. Weihnachtsmann? Bist du nicht ein bisschen früh dran? Es ist erst September. Na und? Ich habe dieses Jahr viel auszutragen. Magst du die nicht am liebsten? Du weißt das noch. Danke, Weihnachtsmann. Dann darf ich mal eine Runde machen. Frohe Weihnachten. Ich habe gehört, du warst ein braves Mädchen. Nein, danke. Ich bin's. Mach einfach mit. Siehst du?
Wow, ich brauche das so dringend. Ich gehe wieder zurück zu den Elfen. Hey, Weihnachtsmann, hast du noch mehr davon? Du bist ganz schön gierig, Kumpel. Oh, es ist schon Essenszeit. Danke. Sieht lecker aus. Ziel ist es, dich satt zu machen. Satt mit Liebe? Ich verzichte darauf. Oh, er wird sich nie in mich verlieben. Ich kann diesen Schrott nicht essen, aber das kann ich gut gebrauchen. Zielen und schießen. Huh, das macht Spaß. Hä? Was ist denn? Ekelhaft. Warum liegt das auf dem Boden? Warum ist das überall? Jetzt steckst du in großen Schwierigkeiten. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dir. Ja, du kannst dich auf was gefasst machen. Ich kümmere mich drum. Das ist eine Sauerei, die sie hier angestellt hat. Ja. Gut, dass ich da bin. Bereit? Ich habe deine Lieblingssachen mitgebracht. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich das brauche. Ich kann nicht zulassen, dass er das findet. Bleib cool, bleib cool. Entschuldigung? Hi, Freundin. Ist das deine große Schwester? Wofür ist der Teddybär? Du denkst, ich bin von gestern, was? Ich weiß, was du da drin versteckt hast. Seltsam. Nur Füllung. Also, das ist unangenehm. Gefängnispolitik, du verstehst. Ich schätze schon. Du hast 5 Minuten, mehr nicht. Bella, ich hab dich vermisst. Ich hab so viel zu... Hier, siehst du? Du hast mir Wimpern mitgebracht? Die habe ich so sehr vermisst. Fabelhaft. Ich fühle mich wieder schön. Yay. Wo ist er? Hey. Hä? Warum sieht sie mich so an? Schaut sie mich immer noch an? Essenszeit, Gefangene. Was du nicht sagst. Wow. Bist du okay? Ja. Au. Wow. Du strahlst ja richtig. Diese Augen. Diese Lippen. Hab sie. Tschüss. Ich mach mich auf zu neuen Ufern. Komm zurück. Dafür wirst du büßen. Okay, Ladies, seid ihr bereit? Hier drüben. Hey, ist das der Strauß? Das Ding gehört mir, Leute. Oh nein, der Strauß. Da kommt er. Ich hab ihn. Ich werde eine Braut sein. Hey, gib her. Das Ding gehört mir. Aber ich hatte den zuerst. Ich bin fertig damit. Okay, Ladies, lasst uns das ein für alle mal klären. Oh, wo bin ich? Was in aller Welt? Das würde ich mir kaufen. Niemals. Die Haare sehen so süß aus. Schade, dass ich nicht zum Friseur kann. Was ist damit? Hä? Genau den brauche ich. Aber ich sitze in dieser blöden Zelle fest. Wächter! Ja, ich brauche wirklich diesen großen Diamanten. Komm her! Na gut, was ist das? Egal. Also, ich brauche diesen schönen Ring. Probleme reicher Mädchen. Ich denke, ich krieg das hin. Ich warte. Okay, bereit? Tada! Hä? Plastik? Darauf kannst du wetten. Sehe ich so aus, als würde ich Plastik tragen?
Natürlich nicht. Gut, dass ich geduldig bin. Okay, der ist besser. Siehst du? Oh, wow, der ist wunderschön. Und so unecht wie dein Lächeln. Prägt dir dieses Bild ein. Oh, ich weiß. Niemand scheint zu Hause zu sein. Er ist da. Was würde ich jetzt für eine Maniküre geben? Wer ist da? Hä? Huh? Ich bin nah dran. Hä? Huh? Nicht anfassen, Mensch. Was zum... Nö. Oh, ich bin so arm. Oh, doch. Meiner. Das glaube ich nicht. Ah! Lauf lieber weg. Hab dich. Nein! Der Diamant! Bitte tu mir nicht weh. Oh, ich beiß nicht zu fest zu. Ah, nein, bitte! Oh, der Diamant. Ich kann's nicht glauben. Ich muss verschwinden. Unfassbar, ich werd's schaffen. Ich hab's gleich. Ich komme! Was für ein Trip. Aber ich hab die Ware dabei. Glaubst du das? Er ist es wirklich? Bitte steck ihn an. Der passt perfekt. Er ist großartig. Ich liebe ihn. Vielen Dank für deine Mühe. War mir ein Vergnügen, Madam. Man sieht sich. Hey, was ist das für ein glänzendes Ding? Hey, bekomme ich auch so einen? Ein Ring wie ihrer? Ich weiß. Und der kostet dich keinen Cent. Okay. Ein orangefarbener Diamant, siehst du? Mein erster Diamantring. Danke. Ich danke dir vielmals. Der ist fantastisch. Leise, leise. Was für eine schlafende Schönheit. Eine sehr reiche schlafende Schönheit. Ist ein vergnügliches Geschäft. Heute ist Zahltag. Das ist mein bestgehütetes Geheimnis. Oh ja. Was riecht hier so? Frische Blumen? Die sind wunderschön. Und billig. Musste das sein? Hier entlang. Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Oh, Mano. Genau hier? Okay. Steh ganz ruhig. Fertig. 1, 2, 3. Tschüss. Oh. Hey. Was? Es ist ein Foto, kapiert? Oh, Team, versammelt euch. Danke, ich bin so aufgedunsen. Bist du soweit? Danke. Noch eins. Oh, warte mal kurz. Ich entferne nur noch diesen Fliegenschiss. So, besser. Okay. Hier. Oh yeah. Genau sowas will ich. Okay, ziehen wir das jetzt durch. Ja, du kommst gut rüber. Schieb die Schulter nach hinten. Ja, sieht toll aus. Halten. Wunderschön. Hops. Was haben wir hier? Genug geschlafen. Ja, Sir. Was? Das war lustig. Los geht's. Dreh dich um. Bleib so stehen. Ja, genau. Nicht lächeln. Okay. Lächeln? Nein. Oh. Halt still. Hey. Was? Ich lächle nicht. Hä? Hey. Nein. Ich versteh's nicht. Ich auch nicht. Lächeln? Nein. Verstanden? Echt jetzt? Was? Ich stehe hier nur. Tschüss. Was ist hier los? Ich kapier's nicht. Guck einfach ernst. Okay. Schau jetzt nach vorne, ohne zu lächeln. Fertig? Hey. Ich gebe auf. Dann nehme ich das eben selbst in die Hand. Zum Glück habe ich im Kunstunterricht aufgepasst. Ja, ist ziemlich gut geworden. Siehst du? Total ernst.
Wow, mein erstes Porträt. Das ist fantastisch. Hey, Häftling, willst du dein Fahndungsfoto sehen? Danke. Soll das ein dummer Scherz sein? Ich sehe schrecklich aus. Wie konntest du mich nur so posieren lassen? Nein, das kann nicht sein. Du bist der schlechteste Fotograf aller Zeiten. Hast du das gehört? Du dramatisierst über, findest du nicht auch? Ist da jemand? Ich bin so hungrig, ich könnte ein Pferd verschlingen. Hunger haben stinkt. Abendessen. Ich rieche etwas. Ich könnte einen Happen vertragen. Hallo Wache, hast du etwas zu essen? Ja, habe ich. Warme Rahmnudeln, um genau zu sein. Das sieht aus wie Hundefutter. Du willst keine Nudeln, was? Also, was bekomme ich dafür? Ich wette etwas Gutes. Herzlichen Dank. Okay, damit kann ich was anfangen. Möchte jemand einen heißen Burger? Nimm so viel du willst. Wow, die sehen toll aus. Schau sie dir an. Vielen Dank. Yay! Oh yeah. Sind das Burger? Bitte, Sir. Ich hab... Au, hey! Weiter geht's. Ich bin gleich da. Komm schon, bekomme ich einen? Bitte? Oh, ich weiß nicht, ob ich was hab. Wie wär's damit? Nein, bist du verrückt? Warte, ich will einen Burger. Wetten, ich komm da ran? Glaub mir, das schaffst du nicht. Hey, schau mal, wie sie sich abmüht. Netter Versuch. Das ist zwecklos. Außer, ich habe eine Idee. Warte kurz. Hey, ist das mein Walkie-Talkie? Oh, alles klar. Wo ist sie hin? Ich muss das checken. Versteck dich nicht von mir, Häftling. Jetzt komm raus. Ich muss das melden. Ist er weg? Ha, das hat geklappt. Dieser Burger gehört mir. Die Luft ist rein. Ich will sie alle. Ich bin bereit für Nahaufnahmen, aber setz mich gut in Szene. Ich liebe euch alle. Hä? Oh, stimmt ja. Also das ist peinlich. Sie müssen es halten, Madam. Kein Problem. Oh, einen Moment noch. Das ist mein Gefolge. Okay, ich bin bereit. Die Kamera liebt mich. Wie sieht's aus? Du weißt, dass du im Gefängnis bist, oder? Was? Nein, das kannst du nicht nehmen. Versuchen wir es nochmal. Es wird sich für dich lohnen. Ich lasse das Gefängnis gut aussehen. Ich bin hier fertig. Wo soll ich stehen? Ist das okay? Warte! Besser geht's nicht. Was? Was ist hier los? Wer ist der Typ? Oh, hey, ich bin Miles. Schätze, wir sind Zellengenossen. Ich hätte gehofft, du wärst mein Butler. Da muss ich dich enttäuschen. Es ist Snackzeit. Der beste Teil des Tages. Rein damit. Oh ja, das ist der gute Stoff. Das ist grausam, oder? Das sieht alles köstlich aus. Ich kann's fast schmecken. Ich ertrag das nicht. Ich muss telefonieren. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Das ist also der Knast. Oh, hi. Ich koche etwas ganz Besonderes für dich. Was? Das ist ungerecht. Aber das kann ich auch. Warte. Wen soll ich anrufen? Ein Versuch ist es wert. Das kann schon schief gehen. Hallo? Ja, ich brauche was zu essen. Das war eine holprige Landung. Hey, Miles. Du gehst unter. Du legst dich mit dem falschen Chefkoch an. Als ob ich Angst hatte. Los, Oma. Du schaffst das, Chefkoch. Grr, das ist alles deine Schuld. Mach sie fertig. Ups. Packen wir es an. Zuerst schneide ich Rillen in die Wurst. Ich lasse Platz dazwischen. Jetzt biege ich die Wurst zum Kreis. Mit einem Zahnstocher fixiere ich sie. Jetzt kann ich sie braten. Ab in die Pfanne damit. Ich werde den Herd aufdrehen. Mmm, das wird lecker. Mua.
Was für ein Aroma. Oh, ich glaube, sie ist fertig. Ich lege sie auf das Brötchen. Eine Scheibe Käse und schon ist der leckere Snack fertig. Perfekt für meinen Malz. Schlag das. Du willst es wissen, was? Ich war auf den besten Kochschulen. Keine Oma kann mich besiegen. Ich habe die Wurst in Stücke geschnitten und rolle sie ein. Soll mich das beeindrucken? Jetzt kommt Tomatenmark und Käse dazu. Das bestreiche ich mit Ei. So bekommt das Gebäck einen hübschen Glanz. Wunderschön. Das kann jetzt in den Ofen. Ich will, dass es goldbraun wird. Und jetzt warte ich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Das wird meine beste Kreation. Keine Gnade, Oma. Ich glaube an dich, Chefkoch. Hä? Was ist das für ein Krach? Ist das ein Kochwettbewerb? Schau's dir an. Das ist Perfektion. Das nennst du ein Snack. Mir wäre es peinlich, das Essen zu nennen. Wie auch immer, Kochjunge. Das riecht fantastisch. Gleich können wir es probieren. Moment mal. Gute Arbeit. Ihr wisst, dass das Schmuggelware ist, oder? Ich werde das entsorgen. Lecker. Nein, mach das nicht. Warum musste das passieren? Mein Kompliment geht an die Köche. Warum guckt ihr mich so an? Wer hat gewonnen? Ich, stimmt's? Ignoriere ihn einfach. Ihr habt beide gewonnen. Wirklich? Soll das ein Scherz sein? Unglaublich. Warte, komm zurück. Wir hätten's fast gehabt. Ich hasse das. Mir ist so langweilig. Was wohl im Fernsehen läuft? Wir müssen doch irgendwas tun können. Warte mal. Ich habe da eine Idee. Hier drüben. Juhu. Unterhalte mich. Du weißt, dass ich Polizistin bin, oder? Also auf mich zu nerven. Wie bitte? Ich hab's. Das funktioniert immer. Jeder hat seinen Preis. Hey, fang. Hä? Was war das? Ist das Geld? Wo kommt das her? Oh, okay. Jetzt sprichst du meine Sprache. Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Wo das herkommt, gibt's noch viel mehr. Ich kann auch Hunderte regnen lassen. Bin gleich wieder da. Ich liebe meinen Job. Es ist Showtime. Seid ihr bereit zum Abrocken? Zieht euch diesen funky Beat rein. Wow, der ist echt gut. Oh, meine Ohren. Der soll aufhören. Was hast du gesagt? Alles nur Kritiker. Die wissen nicht, was sein Talent ist. Das gehört zur Show. Das war nur zur Aufwärmung. Was kommt als nächstes? Endlich, meine Zeit zum Glänzen ist da. Es ist mir eine Freude, hier zu sein. Was für ein wunderbares Publikum. Aufgepasst, ich habe nichts im Ärmel. Aber wenn ich das mache, Peng, Zauberei. Was für ein Showman. Das war voll lahm. Du kannst gehen. Lahm? Was fällt dir ein? Ich behalte dich im Auge. Wo geht's zum Ausgang? Ah, da lang. Das war schrecklich. Keine Bange, der nächste Act wird besser. Seid ihr bereit für etwas Spaß? Ihr werdet das nicht bereuen. Will hier jemand Ballontiere? Wie wär's mit einem süßen Hündchen? Normalerweise geht das. Gib mir nur einen Moment. Ich bin nicht gut unter Druck. Was soll's? Ich kann mir das nicht länger angucken. Der Typ ist ein geborener Komödiant. Bravo! Nein, findest du nicht? Also, ich fand ihn gut. Wartet, ich kann das. Nee, doch nicht. Habt ihr schon mal einen traurigen Clown gesehen? Jetzt schon. Ruf mich an. Tun wir so, als wäre das nicht passiert. Was für eine Zeitverschwendung. Ich dachte, mit Geld kann man Glück kaufen. Da habe ich mich wohl geirrt. Lass mich nachdenken. Ich hab's. Aber es wird dich was kosten. Okay. Aber es muss auch gut sein. Juhu! Warte, ich hätte mir mehr erhofft. Lass dich überraschen. Ich bin sowas wie ein Künstler. Ich finde Schönheit in allem. Zeig her. Es ist vollbracht. Fertig. Was sagst du dazu? Das war's? Ist irgendwie enttäuschend. Warte, da kommt noch mehr. Wie ist das? Schau dir die Rose an. Das bin ich. Komm schon, das ist Unterhaltung. Es ist wunderbar. Du bist echt begabt. Ich bin sprachlos. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist die Reaktion, die ich erhofft hatte. Eine Blume für die Dame. Für mich? Wow, wie romantisch. Das werde ich nie vergessen. Ich halte die für immer in Ehren. Oh, ich stecke fest. Holt mich hier raus. Ich habe Klaustrophobie. Ich brauche Hilfe. Jemand muss was tun. Hä? Ich habe die Show verpasst. Ich liebe modernen Tanz. Was soll das heißen? Du sitzt fest. Ist nicht mein Problem. Schätze, das ist jetzt mein Leben.
Ich fühle mich so steif. Ich muss trainieren. Hm, vielleicht kann ich das ändern. Psst, Polizistin! Was glaubst du, wo du hingehst? Ich bin nicht in Form. Ich muss Gewichte stemmen. Was sagst du dazu? Das klingt gut. Du kannst dich auf mich verlassen. Aber was mache ich jetzt? Ich hab's. Hey, hier drüben. Was ist das für ein nerviges Geräusch? Oh, richtig. Komm mal her. Ich könnte Julie trainieren. Na gut. Guck dir die mal an. Ich bin verwirrt. Was gucke ich mir hier an? Falsches Foto. Das sind die richtigen. Wow, voll sportlich. Und das bist du? Guck's dir an. 100% reine Muskelmasse. Du hast den Job. Wie viel zahle ich dir? Mal sehen. Du wirst es nicht bereuen. Du solltest besser jeden Cent wert sein, sonst. Oh, das bin ich. Gib mir das Geld. Ein Scheinchen? Ich bin viel mehr wert. Aber Job ist Job. Ich zieh mich besser um. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber fühlt sich gut an. Ich werde das genießen. Lass uns ins Schwitzen kommen. Ich rede mit dir, Julie. Hey, pass auf. Was? Begrüße deinen neuen Trainer. Okay, fangen wir mit was Einfachem an. Wie wär's mit ein paar Gewichten? Ist schwerer, als ich dachte. Ich krieg die nicht mal hoch. Komm schon. Brauchst du Hilfe? Geh mal zur Seite. Hey, weg da. Lass mich mal. Du bist schwach. Ich wollte nur, dass du dich gut fühlst. Die nehme ich. Das hat wehgetan. Mir geht's gut. Das war Absicht. Versuchen wir was anderes. Yoga ist gut für Körper und Geist. Das ist einer meiner Lieblingsposen. Mit der richte ich meine Chakren neu aus. Guck dir das an. Mayday! Hey, seid da drin nicht so laut. Ich habe echt Schmerzen. Aber ich gebe nicht auf. Wie wär's mit den Übungen? Und ich falle. Uff. Worauf wartest du? Los geht's. Du bist auf meiner Seite der Zelle. Hau ab! Schneller! Und du? Ich will eine Rückerstattung. Ich schlafe. Ich sehe gut aus. Selfie! Ich muss das gleich posten. Warte. Guck dir meine Nägel an. Die sehen total schlimm aus. Du hast gebuzzert. Guck dir das an. Schätzchen, wie furchtbar. Ich mach das schon. Sie werden fabelhaft aussehen. Dieses kleine Gadget wird deine Welt verändern. Ich habe es immer dabei. So glänzend. Gefällt mir. Was würde ich nur ohne dich tun? Hey, Miles, was hältst du davon? Ist okay, nehme ich an. Wenn du auf Klunker stehst. Ich stehe auf den natürlichen Look. Meine Nägel könnte ich aber öfter mal putzen. Ich knabber den Dreck ab. Dafür ist mein Mund ja da. Das schmeckt nicht. Wenigstens sind meine Nägel sauber. Oh nein, meine Haare. Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Hilf mir. Du schon wieder? Was hast du jetzt? Ist das nicht offensichtlich? Überlass das mir. Ich bin ein Zauberer mit der Bürste. Verabschiede dich von verirrten Strähnen. Nicht bewegen. Wow, wie machst du das? Kann ich jetzt gehen? Wie sehen meine Haare aus? Sind ein bisschen wild. Ich kämm sie mal durch. Oh, das ist nicht gut. Ich hätte die Pflegespülung nehmen sollen. Vielleicht kann ich den rausziehen. Blöder Kamm. Raus aus meinen Haaren. Oh nein. Das war vielleicht ein Fehler. Und deshalb trage ich immer Mützen. Schätze, der ist jetzt ein Teil von mir. Ich fühle mich wieder wie mein altes Ich. Nein, das darf nicht sein. Willst du mich verarschen? Meine Augen sind geschwollen. Natürlich sind sie das. Dann lass mich wieder zaubern. Ich bin hässlich, du musst was tun. Mach dir keine Sorgen, Hilfe ist da. Leg die unter deine Augen. Für sowas bin ich unterbezahlt. Hey, was ist da drüben los? Sieht gut aus, eine Augenpflege könnte ich auch vertragen. Aber ich habe keine schicken Augenpads. Oder doch? Ich werde mir was besorgen. Aber das muss heimlich sein. Das perfekte Verbrechen. Ich bin ja schon im Gefängnis. Mit diesen Teebeuteln wird's gehen. Ich setze lieber meine Brille ab. Das könnte kleckern. Ich lege die auf meine Augen und dann einwirken lassen. Oh, dieser Kriminalbericht macht durstig. Hey, was ist mit den Teebeuteln passiert? War ja wieder klar. Oh, so entspannt. Ich werde nie verwöhnt. Das müsste lang genug sein. Die können runter.
Wie sehe ich aus? Vielen Dank. Ein Monster. Warum schreien alle? Stopp! Seid alle ruhig. Sie verdirbt uns immer den Spaß. Kannst du laut sagen. Und ich muss mit dir leben. Oh, wow. Hier gibt's so viele tolle Angebote. Was für ein kurioser Laden. Wow, schau dir den Bären an. Ich will diesen Bären. Hey, das ist mein Bär. Niemals. Ich habe ihn zuerst gesehen. Sein Bein und sein Arm. Du hast ihn verstümmelt. Ich glaube, wir sind in Schwierigkeiten. Aber ich bin so arm. Der Knast wird schrecklich. Ich kann nicht ins Gefängnis. Ich bin zu reich. Wie sind wir nur hierher gekommen? Hallo, mein Herr. Ich bringe deine Hygieneartikel. Meine Hygieneartikel? Warte mal. Hast du nicht was vergessen? Stimmt, genau. Ich wette, du wolltest sie für dich behalten. Oh, Ducky, ich werde nie ohne dich baden gehen. Hey, Insassin, hier sind deine Hygieneartikel. So ein winziges Handtuch. Was soll ich damit anfangen? Schatz, ich habe keine andere Wahl. Wenigstens darf ich hier duschen. Hä? Wo ist das Wasser? Ah, das ist das Schlimmste. Ah, wie entspannt. Oh, mein Drink. Gemixt, wie ich ihn mag. So verbringe ich gerne meine Vormittage. Und jetzt genieße ich meinen Vollbart. Ich mache mal eine Pause von diesem Magazin. Ich bin kein Fan von solchen Getränkespuren. Gefängnisdame? Hello. Du musst das da abwischen. Natürlich, mein Herr. Im Handumdrehen habe ich die Bude geputzt. Hier wird kein einziges Staubkorn mehr sein. Insassin, wird Zeit, deine Zelle zu putzen. Ich hatte auch gerade Spaß mit meiner Zeitschrift. Wann wurde das letzte Mal dieser Lappen gewaschen? Dann mache ich mich mal in die Arbeit. Ach ja, sonst niemand. Wie kann diese Ordnung so schmutzig werden? Yep, reich zu sein ist cool. Hey, Wache, komm her. Was willst du, Häftling? Ich könnte eine Auszeit gebrauchen, wenn du verstehst, was ich meine. Mal sehen. Ich denke, ich kann dir helfen. Ich scanne nur meine biometrischen Daten. So, bitte sehr. Viel Spaß. Was? Ein Alarm? Na toll. Jetzt sind wir beide im Knast. Ist hier jemand? Dann teste ich mal meine Fingerfertigkeiten. Gut, dass ich weiß, wie man ein Schloss knackt. Muss nur den richtigen Punkt erwischen. Was machst du, Inhaftierte? Oh, hi. Hab dich gar nicht gesehen. Gib das her. Mann, so ein Mist. Verdammt, das war auch mein letzter Fluchtplan. Schätze, ich sitze hier noch eine Weile fest. Ups, da rollt mein Ball weg. Egal, ich habe sowieso keinen Bock mehr. Wache, ist langweilig. Spaß mich. Okay, pass auf. Das nennst du Unterhaltung? Okay, wie wär's damit? Ich habe einige Karaoke-Wettbewerbe gewonnen. Mit dieser Stimme? Wirklich? Alles klar, ich hab's.
Ich habe auch einen Tanzwettbewerb gewonnen. Okay, ja, davon rede ich die ganze Zeit. Tanzen wir. Oh, ich hätte nie gedacht, dass der Knast so langweilig ist. Ja, sie dachte, sie kann mich austricksen. Ich habe wieder gewonnen. Die Leute im Knast trainieren doch, oder? Vielleicht tanze ich noch ein bisschen? Ich glaube, mir könnte nicht langweiliger sein. Oh, eine Fliege. Ich hasse sie. Hier kommt ein Untergang, Fliege. Gut, dass ich die Zeitung habe. Hä? Wieso habe ich dich getroffen? Die Jagd ist eröffnet. Was? Du kannst mir nicht entkommen. Ich muss nur perfekt zielen. Ja, ich habe sie erwischt. Warum hebe ich die auch noch auf? Meine Aktienkurse sind wieder gestiegen. Dann ist jetzt Zeit für meinen Snack. Bedienung bitte. Du hast ganz schön lange gebraucht. Ich habe deinen Snack dabei. Und auch deinen Tee. Bitte sehr. Guten Appetit. Insassin, ich habe hier einen Snack für dich. Ein Glas Wasser. Oh, danke. So lecker. Du musst doch selbst was tun können. Ich weiß, mein geheimes Snackversteck. Oh, stimmt. Ich habe schon alles aufgegessen. Habe ich hier was versteckt? Nee. Auch nichts in meinem Schuh. Warte, mein Wandversteck. Na klar. Mein Tee, den ich mir aufgespart habe, den habe ich erst dreimal benutzt. Der wird meinem Wasser Geschmack geben. Ist der zu alt? In der Not schmeckt jedes Brot. Oh, was hätte ich den vergessen? Mein halber Keks. Aber ich will nicht gleich alles essen. Ein kleines Stückchen reicht mir schon. Das war mal ein guter Snack. Ach, ich fühle mich erfrischt. Ups, ich darf meinen Tee nicht vergessen. Ich verstecke ihn wieder an seinem alten Platz. Perfekt, jetzt habe ich Tee fürs nächste Mal. Okay, Zeit in Form zu kommen. Wenn ich hier rauskomme, werde ich die Leute mit meiner Fitness beeindrucken. Gute Arbeit, mach Pause. Zeit für mein tägliches Joggen. Na los, noch ein Durchgang. Schneller. Wieder eine Runde geschafft. Streng dich an. Da ist wieder meine Lieblingsecke. Wo ist er hin? Oh, das nenne ich Engagement. Ich frage mich, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Jetzt einatmen und halten. Oh, ich habe Seitenstechen. Oh, ich habe zu hart trainiert. Kommt, der Verbrecher ist hier lang. Schätze, sie sind nicht hinter uns her. Wir müssen nicht ins Gefängnis. Trotzdem, wir sollten den bezahlen. Sicher, sicher. Moment. Warte hier bitte. Alles klar für den Auftritt von Kimberly? All das für Sie? Es ist keine Überraschung, dass Geld das Leben viel angenehmer macht. Aber es kann dich nicht vor Unfällen schützen. Du hast alles über mich verschüttet, Alter. Ist nur Kaffee, entspann dich. Oh oh, sieht so aus, als wären wir nicht allein. Ich hab genug von eurem Blödsinn. Ich schicke euch beide zum Nachsitzen.
Junge, halte bitte dein Schild hoch. Vielleicht willst du die heranzoomen? Was auch immer. Gemacht. Dreh dich zur anderen Seite. Bin ich jetzt fertig? Nächste. Gibt es eine Chance für einen Garderobenwechsel? Diese Beleuchtung bringt mir nichts. Viel besser, oder? Ja, zeig's der Kamera. Ausgezeichnet. Ich könnte das den ganzen Tag... Nicht dein Ernst. Abgefahren. Wow! Oh, das tut weh. Was ist das denn? Oh, alles in Ordnung bei dir? Alles gut. Aber schau mal, was ich gefunden habe. Was das wohl ist? Finden wir es raus. Lose freirubbeln. Hey, schau mal. Ich glaube, ich habe was gewonnen. Und ich habe den Trostpreis gezogen. Zeit für euren Test. Oh Mann, das ist übel. Oh Mann, ey, gar keinen Bock. Ich habe ein paar Spicker vorbereitet. Ah, hier steht die Antwort. Oh, wieso habe ich nur so klein geschrieben? Das ist nicht, was ich denke. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Na los, gib schon her. Ich glaube, du hast da noch einen Spicker stecken, hä? Oh, so ein Ärger. Das werde ich mir merken. Und was versteckst du noch? Dachte ich's mir doch. Ihr Schüler werdet wohl niemals lernen. Geht das auch leiser? Was geht denn da drüben vor sich? Gehst du nach der Schule noch zu einer Bank? Oder ist das Geld etwa für mich? Keiner schaut her. Hier, nimm sie alle. Ein sehr guter Deal. Also die Eins hast du auf jeden Fall in der Tasche. Ein wirklich schlaues Mädchen. Reiche Leute kommen wirklich mit allem davon. Ich hasse den Regen, vor allem wenn ich dieses modrige Ding hier bei mir habe. Gott, was ist denn mit dir passiert? Du bist ja völlig durchnässt, sag mal. Ich könnte wirklich neue Schuhe gebrauchen. Denn die hier sind komplett im Eimer. So ein mieser Tag. Ich sehe aus wie ein begossener Pudel. Sie sieht irgendwie hungrig aus. Hoffentlich heitert sie das auf. Für mich? Danke. Ich habe sowieso genug davon. Weg damit. War das Plastik? Ach, so eine Schweinerei. Ich habe eine Idee. Ja, das könnte funktionieren. Ein Regenschirm aus recyceltem Material. Es fängt an zu regnen. So bleibe ich aber schön trocken. War das der Griff? Oh, gar nicht so einfach. Mann, habe ich einen Hunger. Hühnchen schmeckt einfach wie Pappe. Ich esse lieber das. Mal sehen. Besser. Habe ich irgendwas zu futtern dabei? Oder irgendwie Geld fürs Essen? Oh Mann, ich dachte, das Papier wäre ein Geldschein. Was soll das bitte? Sitzt da etwa eine Fliege? Ekelerregend, mein Gott! Madame, wer ist für die Fliege im Essen hier verantwortlich? Oh, ich bitte um Entschuldigung. Schauen Sie! Hehe. Und einfach so verschwindet die Fliege. Was ist das da in meinem Mund? Irgendwie crunchy. Meine Gebete sind erhört worden. Oh, das fühlt sich einfach nur super an. Und ich meinte so zu ihm, Dad, hol doch die Yacht. Es ist später auf 2 Uhr. Diese Farbe, schau mal. Ja, die sind schon wirklich schön. Die Schuhe sind unglaublich. Ich muss die einfach haben. Madame. Ach, das hat ja ewig gedauert. Wow, die sehen echt schick aus.
Und ich sehe damit aus wie eine Lady. Ja. Und was trage ich heute? Diese alten Treter hier. Warum sind neue Sachen nur so teuer? Wow, eine funkelnde Handyhülle. Das sind Kristalle, oder? Die muss ich unbedingt haben. Gekauft und bezahlt. Die ist echt so stinkreich. Hast du schon mal so was Süßes gesehen? So ein elegantes Oberteil. Ja, das hätte ich auch gerne. Tja, nichts ist zu teuer für mich. Tada! So super weich. Jetzt bin ich ganz schön kaputt. Bye. Ja, man sieht sich. Oh, das ist aber ein schöner Rucksack. Echt süß. Ich bräuchte mal wieder einen neuen. Was sagt denn mein Geldbeutel? Gähnende Leere. So was Blödes. Ich bin broke. Mh, so ein schöner Traum. Ein hartes, aber zuverlässiges Bett. Ah, jetzt noch ein bisschen Yoga. Einatmen und ausatmen. Ah. 29 und 30. Puh, das ist wirklich besser als Kaffee. Und wie sehe ich aus? Naja, Zähne putzen muss ich auf jeden Fall. Wo kommen denn all die Haare her? Widerlich. Habe ich denn noch eine? Perfekt. Hey. Na los, da muss doch noch was drin sein. Hey, ein kleiner Rest. So frisch. So, und was esse ich nun zum Frühstück? Das war gut. Ich will noch mehr. So sollte das aber nicht aussehen. Na toll. Und was mache ich jetzt? Endlich morgen. Guten Morgen. Mein Nacken. Was für ein Start. Gestern Nacht war ganz schön kalt. Moment mal, wie viele Decken denn noch? Echt jetzt? Na endlich. Das hat wirklich lange gedauert. Herrlich bequem. Na dann mal los. Ich muss wirklich mal wieder zum Friseur. Hm, welche Zahnbürste nehme ich denn heute? Diese hier? Nee. Oh Mann, die Qual der Wahl wie immer. Perfekt. Meine hochkarätige Zahnbürste. Für ein strahlendes Lächeln. Für meine Zähne natürlich nur das Beste. Funkel, funkel. Und bloß nicht mit der Zahnpasta geizen. Ich glaube, ich nehme lieber die blaue. Okay, doppelte Frische. Und eine geht noch. Nehmen wir doch die mit Zimtgeschmack. So, das reicht. Ich habe richtig Lust auf Kaffee. Meine absolute Lieblingstasse. Besser als jedes Kaffee und ohne nervige Warterei. Der wird mich ordentlich wach machen. Ah. 105, 106. Ich habe noch nie so viel Bargeld auf einmal gesehen. Was? Lust auf eine Runde? Du willst spielen? Von mir aus? Nein, ich brauche das. Okay, das auch. Unter welchem Becher ist das Geld? Behalte den Becher gut im Auge. Und, wo versteckt es sich? Ich weiß nicht. Habt ihr aufgepasst? Reichtum hat sicherlich seine Vorzüge, aber man kommt auch sehr gut ohne aus. Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen.